Na, dann wollen wir doch mal schauen, was die mir so zu erzählen haben. Ah, ich gehe mal davon aus. Hi. Hier brodelt die Gerüchteküche. Hey, willst du nicht mit mir reden? Ich bin ein schöner Mann. Götter mögen dich sehen. Ja, dich auch. Aber bitte such den anderen Schneider. Das Kleid ist etwas... Ach, Flötze hat es sich schon gemütlich gemacht. Okay. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Hügeln bei Mittelheim. Nein. Und haufenweise Monster, die sich dort... Ich gehe mal mit deiner Frau reden natürlich. Reden, reden. Hm? Halt dich vom Sumpf besser fern. Hm? Okay, du hast ja viel zu sagen. Ich halte es wie immer looten, bis der Arzt kommt. Und ja, in den Kochtopf hüpfen. Das kommt immer gut. Da hinten habe ich noch irgendwas nicht mitgenommen. Wie, das kann jetzt... Doch, ich kann. Ah, und wie ich kann. Siehst du, was ich alles kann. Das musst du erstmal können. So, aufnehmen, ja. Ich bin ja froh, dass ihr Hintern nicht gelb leuchtet. Entschuldigung, konnte ich mich nicht verkneifen. Ah, ein bisschen was gibt es ja doch hier. Oh, da liegt jemand. Oh, da liegen ganz viele. Ihr seht... Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Kann ich denn mit euch reden? Entschuldigung. Boah, du siehst versoffen aus, mein Freund. Nee, mit denen kann ich nicht reden. Ich gehe wieder raus, ich habe Angst. Okay. Du hast einen Beruf. Ja, ich habe einen Beruf, das ist... Nee, das würde ich mal nicht so behaupten. Eigentlich viel Rennerei und viel Klopperei und ich weiß nie, was ich tue. Ich suche die hiesige Hexe. Oh. Dann viel Glück. Ich weiß nicht, wo sie ist. Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Woran denkst du? Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Also ich... Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Das ist aber schön. Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Ich habe was anderes gemacht. 1, 2, 3. Die alte Hexe kommt vorbei. Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Ob das Kleine das jetzt im Stil von Fred Krüger singen kann? Hi, ich bin's. Da. Alles klar, was machst du denn da, Schüler? Lass mich in Ruhe. Na gut, wenn du das so nett sagst, dann will ich dich einfach mal... Ey, das war's? Ich dachte, ich krieg jetzt die Kohle. Mein Junge. Mama sagt, wenn ich brav bin, schickt sie mich auf den Wiesenpfad. Auf den was? Hi. So ein Mist. Oh, ist der süß. Was muss ich machen, damit ich auch so ein Schwert kriege? Am besten gar nichts. Nein, das ist nichts für dich. Du solltest besser Bauer werden. Und Hexer beschützen dich dann. Hoffentlich. Scharbeutz! Aufgewertet, okay. War unschuldig wie ein Strauß Lilien. Aber der blutige Baron wurde blind vor Wut. Hat ihm die Haut vom Rücken gegerbt. Oh. Darüber reden die Leute im nächsten Dorf auch. Der blutige Baron scheint also kein sehr netter Mann zu sein. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie irgendwann irgendwo dahin. Frei nach Nena natürlich. Denn Ciri ist dort gewesen. Was? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Hast du gerade Weißer zu mir gesagt? Nein, hey, hast du mich angebaggert? Ey, erst anbaggern und dann die kalte Schulter zeigen, sag mal. Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Das ist nicht die nette, feine Art. So, komm. Hier können wir rein. Ist da noch was? Hi. Schwalbe. Schwalbe. Ich habe jetzt gerade volle Kanne erschrocken. Hast du ein Sprachproblem? Ich kann dir leider nicht helfen. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Oh, wie süß. Ich muss ganz schnell wieder raus. Das ist schlicht. Also, das ist ganz schlicht für mein Image. Nein, es war nicht süß. Das war natürlich nicht süß. Oh, ich glaube, das kann ich flippen, oder? Nein. Da hinten ist ein Anschlagsbrett. Wollen wir da zuschlagen? Ja, machen wir mal. Rossa. Gute Leute, hört nicht auf den Weideler. Als unsere Rossa krank wurde, hat er uns geheißen, sie auf ein Kiefernbett zu legen, in den heißen Backofen zu stecken und 3x12 zu zählen. Als wir sie rauszogen, war sie verbrannt und wir mussten die verschmorten Überreste begraben. Aber der Weideler hat sich geweigert, uns die 3 hartgekochten Eier zurückzugeben, die wir ihm gegeben hatten. Er hat gesagt, er hätte sie schon gegessen. Wolfram und Annette. Ruhe bei Dunkelheit. Passt auf, dass ihr nicht nach Einbruch der Dunkelheit draußen herumlauft
oder unnötigen Krach macht. Bedeckt die Fenster, wenn ihr Kerzen anzündet. Werft keine feuchten Äste ins Feuer, die qualmen würden. Wir haben genug Ärger im Dorf. Wir wollen uns nicht noch mehr einhandeln. Der Älteste. Bleibt weg von den Nilfgaardern. Ich werde alle Flittchen kahlscheren, die sich mit den Nilfgaardern einlassen, und die Glatze wird der Welt von ihrer Schande künden. Außerdem werde ich jedem Händler, der mit den Schwarzen Geschäfte macht oder ihnen Dienste feilbietet, das Gesicht neu gestalten. Ein Patriot. Oh, das ist aber echt nett. Tut Buße. Die Bäume wispern, dass die Herrinnen des Waldes nicht zufrieden sind, dass unsere Opfer nicht ausreichen, dass wir zu selten zu ihnen beten und ihren Namen zu unbedacht gebrauchen. Bessert euch, Leute, und zeigt wahren, frommen Glauben. Denn wenn sie uns auch noch verlassen, werden wir in diesem verlorenen Sumpf alle umkommen. Okay, wir machen das noch. Suche Arbeit. Tue jede Arbeit für eine Schale Suppe oder einen Brotkanten. Ich kann zimmern und Fässer binden und habe auch Werkzeug. Bollo. Auftrag Hanna aus den Wäldern. Hört, hört. Irgendeine Teufelsbrut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Der alte Willi schwört beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht allein in die Felder und nimmt immer eine Sense oder Forke mit. Wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Bolko, Ältester von Mittelhain. Okay, neue Markierung, nicht der Kultur. Kann ich mit dir reden? Scharbeutz? Ja, wir haben uns angewöhnt, da wir in Scharbeutz Urlaub gemacht haben, jedes Mal statt Gesundheit Scharbeutz zu sagen. Ich find's eigentlich ganz witzig. Ihr vielleicht nicht. Ist mir aber egal. So, dann wollen wir mal weiter gucken hier. Bis jetzt habe ich nicht viel über die Hexe rausfinden können. Pferdehaut, okay. Gucken wir mal, ob der uns was sagen möchte. Mögen die Götter dich schützen. Also er hat zumindest schon mal Geschmack. Dass er möchte, dass ich geschützt werde. Gehen wir mal rein. Oh, oh, oh. Leise. Hey, ich glaube, wir können ein bisschen was abstauben. Ganz leise müssen wir sein. Viel ist das ja nicht. Hey, jetzt habe ich aber mit mehr gerechnet. Habe ich gerade ein Buch mitgenommen. Verdammte Axt. Ernsthaft? Ernsthaft? Das Fell eines weißen Wolfs. Das passt ja zu uns. Das geht gut. Ja. So, jetzt können wir aber mal zwischendurch speichern. Irgendwie habe ich immer so ein bisschen Angst, dass was verloren geht. Ich möchte hier auch nichts übersehen. Ihr kennt mich ja. Loot tut immer gut. So, da wollen wir auch noch hin. Haben wir da jetzt alle? Ja. So. Da ist auch noch was. Der ist ja größer, als ich dachte. Ich komme da dran. Okay. Ich habe noch gar nicht geschaut, ob hier irgendwo ein Händler angezeichnet gesehen. Sie lag da, ganz still. Ihre Kehle war aufgerissen. Ohne einen einzigen Tropfen Blut. Scharbeutz! Im Wald kennt das Unglück keine Ruhe. Okay. Werden wir je wieder gute Zeiten erleben? Nein. Im Wald kennt das Unglück keine Ruhe. So, was sagt mir denn dieses Zeichen da oben mit dem grün umrandeten? Dass ich kaputt bin? Oder dass ich noch irgendeinen Schutz habe? Oder irgendeinen Buff? Ja, mein Gott, dann steh doch nicht im Weg rum. Jesus Maria, schreite mir da ins Ohr. Ja, ich guck immer so. Ich belästige, wen ich will. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Das ist schön. Und wo ist das? Ich habe Hunger. Hier ist nichts. Gehen wir raus. So, nochmal umrennen. Warum so einig? Weil du doof bist. Ich kann dich nicht leiden. Und mit Leuten, die ich nicht leiden kann, rede ich nicht. Hi, Bauer. Der redet auch nicht mit mir, also kann er mich wahrscheinlich auch nicht leiden. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Ein Song von Durant Durant denken. Hungry like a wolf.
Nein, das werde ich jetzt nicht singen. Ich habe Mitleid mit euch. Ah, es geht wieder um den blutigen Baron. Verdammte Axt, ich komme irgendwie nicht weiter hier. Das macht mich ein bisschen unleidig. Weil gerade jetzt nach dem... na gut, schon halt andersrum. Gerade nach dem Fiasko mit dem Werwolf wollte ich jetzt ein bisschen Erfolgserlebnisse haben, aber... Verdammte Axt. Ich sehe, hier ist dass du ein weitgereister Mann bist. Ja, da siehst du aber mir, viel. Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Was? Bist du bescheuert? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Ja, bei dir anscheinend nichts. Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Also mir fällt nichts mehr zu ein. Ich bin gerade... Du bist also dieser Weiße? Ja. Und wer bist du? Oh, sei gegrüßt. Oh, es geht. Was willst du? Ja, na toll. Der zweite ist ja nicht wirklich prima. Die Bekanntmachung wegen Hannah aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hannah aus den Wäldern dir? Wobei ich meine, mich erinnern zu können, dass die... Hieß die Frau, die verschwundene Frau von dem Jäger, nicht auch Hannah? Na komm, ich brauch Kohle. Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Oh, ich muss mal kurz pausieren. Tja, und da ist sie wieder. Ein kurzer Cut, einmal zusammenfügen. Ja, ich habe doch tatsächlich nicht geschnallt, dass da gerade mein Handy bei mir bimmelt. Ja, tja, manchmal passiert es, dass jemand einfach bei mir anruft, komischerweise. So, wir sind also jetzt beim Verhandeln, ob wir ihm helfen wollen bei der guten Hannah. Grundbetrag 239, Endbetrag 239. Okay. 277 erscheint mir gut. So, komm, ein höher, ja. 277, komm. Meinetwegen, wie du willst. Oh, okay, hätte ich mehr nehmen sollen? Ach komm, wir müssen ja nicht zu gehen. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon drei Ehemänner überlebt. Hannah aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Okay. Einfach. Überhaupt nicht. Hat Hannah aus den Wäldern es auf Männern abgesehen? Dass die Agneta deshalb nichts zu fürchten hat? Ich sage nur, die weiße Frau. Das habe ich doch jetzt schon, oder? Nur noch mal so ein bisschen nachgeguckt. Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das lassen. So, es scheint ein Buff zu sein, denn da geht gerade was. Läuft die Zeit runter. Was guckst du so? Ich geb dir gleich was Gutes. Oh. Hi. Nicht länger. Oh. 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 Unschuldig, wie ein Schloss liegen. Der blutige Baron wurde blind vor Wut, hat ihm die Haut vom Rücken gegerbt. Das reicht. Ich will nichts mehr hören. Deine Augen sehen krank aus. Krank? Die sehen spitze aus. Lass mich in Ruhe. Denn unsere Hallo, ihr Hübschen. Ich bin ganz Feuer und Flamme für euch. Ich habe euch über eine Hexe reden hören. Ich würde gerne... Du hast dich verhört. Und du bist zu weit gelaufen. Hier gibt es nur lausige Hütten. Geh zurück auf die Hauptstraße, von der du kommst. Dingsbiederich. Die sind ja nicht besonders... Hallo. Ach. Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Ich dachte schon, ihr wollt die ganze... Entschuldigung. Die ganze Zeit so stöhnen. Hi.
Früher kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Ey. Mit geräuchertem Schinken. Oh, jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten und gehandelt. Was war das denn? Kommt rein, rempelt mich an, schreit und haut dann wieder ab. Okay. Wenn die Frau mal nicht nach Aufmerksamkeit geschrien hat. Aber wir sind ja hier ganz professionell unterwegs. So, war da noch was? Ach, deshalb. Nein, wir baggern jetzt hier nicht rum. Hier wird nicht unanständig agiert. Wir haben einen Job zu erledigen. Zumindest erst einmal. So, da eine Ecke noch. Irgendwie kriege ich nur Schrott. Ich bräuchte mal jemanden, bei dem ich den Schrott einfach abladen kann. Da kommt jemand. Erzähl mir später alles. Wie wär's denn mein Mann? Na gut. Oh, und denk dran, ihr was mitzubringen. Ach, halte Distanz zu den schwatzenden Damen. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Soll ich dem jetzt folgen? Oh, steht da nicht mehr. Schabuitz! Kann ich da jetzt noch was hören bei denen? Oder war es das jetzt? Nein, scheint erledigt zu sein. Okay. Da war gerade, was angeschlagen. Oh ja, toll, bekannt machen. Ey, die sind hier alle am Rumstöhnen. Ich glaub's ja nicht. Das klingt so falsch. So, also, Bekanntmachung. Auf Befehl des Kommandanten des Lagers der Zentralarmee von Nilfgaard. Die Einwohner von Mittelhain und Schwarzzweig werden hiermit aufgefordert, sich im Lager bei Mittelhain zu melden, um Arbeitsdienste für das Kaiserreich abzuleisten. Wer sich zu drücken versucht, wird ausgepeitscht. Oh, das übernehme ich. Das ist kein Problem. Listen mit den bezeichneten Einwohnern sowie den jeweils zu leistenden Arbeitstagen sind bei den Dorfältesten erhältlich. Na, herzallerliebst. Okay, dann müssen wir mal eben schauen, wo wir waren und wo wir nicht waren. Ja, du bist, ich sehe schon, du bist ein sehr... sehr kluger Mann. Na toll. Unschuldig wie entschlossen. Hi. Nicht von hier, oder? Sonnenblumen. Hier bleibe ich stehen, der Rest ist mir egal. Und tschüss. Sonnenblumen. Sag mal, mit wem... Nicht auswählen. Habe ich recht? Hast du. Und woher dann? Ursprünglich aus Riva. Riva, meine Güte. Weiter Weg. Ja. Hier soll irgendwo eine Hexe leben. Kennst du sie? Ja. Von weit weg ist sie, so wie du. Aber sie hört zu. Verständnisvoll, hilfsbereit. Nicht wie die alte Hexe. Die war taub wie eine Nuss und gemein noch dazu. Weißt du, wo ich sie finde? Geh zum Teich. Da gab's früher mal wilde Schwäne. Da fängt ein Pfad an. Folge ihm bis zu einem Felsen. Den hat ein Teufel da liegen lassen, dem ein Bauer weiß gemacht hat, es wäre ein Riesenei. Dann nach rechts in den Wald. Du kommst an einem verlassenen Wagen vorbei. Such dort nach der Hütte. Danke, du hast mir sehr geholfen. Okay. Jetzt ist sie schon wieder rumgestöhnt. Sag mal, Leute. Ich bin hier Gast. Könntet ihr euch bitte benehmen? Entschuldigung. Das wirft ein ganz schlechtes Licht auf euch. Ich habe die Hexe selber nie besucht. Ich bin gesund, den Göttern sei Dank. Und abgesehen davon kann auch sie aus Steinen kein Brot backen. Komm schon, so schlecht ist die Neue gar nicht. Hat eine scharfe Zunge, aber sie hilft, wenn es nötig ist. Ihre Zauber machen uns aber nicht satt. Außerdem hat sie keine Warzen und schielt nicht. Ja, freut euch doch, dann kriegen eure Kinder keine Angst. Graues Haar hat. Da kann doch nichts dahinter sein. Oh. Nur eine hässliche Hexe ist eine gute Hexe, oder was? Ist mir zwar nicht wichtig. Ist ein bisschen, naja. Hier konnte ich ja mal richtig was abgreifen. Okay, ich bin glücklich. Das ist schön.
So, dann machen wir einmal nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Hi. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, das habe ich. Die rotzen hier rum, das ist unglaublich. War ich hier schon? Ich glaube ja. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, da ist Plötze. Aber die Gegend wird mir noch angezeigt. Ach, wegen des Teichs. Warte mal. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Da wollte ich hin. Aufgewertet. Aber hier ist sonst nichts, was ich gebrauchen kann. Das ist Plötze. Okay. Jetzt ist da schon wieder einer am Heulen. Sag mal, habt ihr irgendwie Probleme mit dem Hormonhaushalt? War ich hier drin? War ich hier schon drin? Hier ist nichts zu holen. Hier war ich drin. Was ein Telefonat nicht so alles löschen kann aus dem Kopf. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wo ist denn der Teich? Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Okay. Oh, das ist aber schön angenehm, gemütlich hier. Oh, da kann ich noch mit jemandem reden. Aber ich weiß nicht, ob ich muss. Ach, jetzt weiß ich auch, was das für Buffs Hexer, sind da oben, okay? Die Götter haben dich geschickt. Nee, nicht wirklich. Einen guten Tag. Guten Tag. Einen guten Tag. Guten Tag. Okay, ja, das. Schön, dich kennengelernt zu haben. Gut. So. Da vorne ist der Findling. Da vorne ist der Findling. Das war ja jetzt da nicht ist so der schwer. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Ich könnte reiten, aber ich will gar nicht. Es tut mir leid, aber ich habe gar keine Lust zu reiten. Ich möchte jetzt hier laufen. Aber nicht alleine. Plötzlich, ich habe Angst. Du musst auf mich aufpassen. Weiter, ich habe ein bisschen Cheese. Oh, das sind wieder diese blöden dicken Fragen. Oder was ist das? Lecker. Der Wagen. Hier irgendwo ist die Hexen. Na gut. So, noch jemand ohne Fahrschein? Ja. Was war das denn hier, mein Freund? Spielst du gerade tot? Das ist ein Neckar. Plötze, sei bitte nicht böse. Die bewegen sich ja alle noch irgendwie. So, habe ich alle? Ich habe alle. Hier ist ein Wagen. Okay, jetzt muss ich aber einmal kurz schauen, was ist denn ein Neckar? Sah aus wie irgendwas Richtung Nekrophage. Ist hier nicht drin? Ogroide, okay. Okroide, Okroidenöl, Nordwindbombe, okay. Neckar. Seid vorsichtig, Leute. Unter der Brücke hausen Neckar. Wenn ihr die Brücke überquert, ohne langsamer zu werden und anzuhalten, passiert nichts. Sollte an eurem Wagen aber eine Achse brechen und ihr hängt dort draußen fest, nun, dann schließt ihr besser die Augen und betet zu Melitele. Kurt Hammerbach, Stadtwache in Wengerberg. Ein einzelner Neckar ist harmlos. 5 sind gefährlich. 10 können selbst einen erfahrenen Monsterschlechter umbringen. Größere Probleme bereiten die größeren, stärkeren Wesen, die Krieger, wie auch die seltene Neckerart namens Puka. Ogroide. Was auch immer das ist. So, speichern wir mal. Okay, findet die Hütte der Hexe. Wollen wir doch tun. Das Schöne ist ja, dass die... Langsam. Was denn? Stell den Schnitt an. Guck mal, da vorne sind lecker Blumen. Und ich müsste, glaube ich, auch mal mein Leben regenerieren. Und ein neues Kind ist noch auf dem... Oh.
Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Was für ein... schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass wirklich auf, was du sagst. Unglaublich. Du bist aufbrausend und rachsüchtig. Ja, wollte gerade sagen. Nett ist was anderes. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Das Weib ist außer sich. Hast du Proviant? Kerl. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig okay, sein. Okay, jetzt hauen sie alle ab. Na gut. Ah, ich kann die doch füllen. Wolfsbande. Okay. Wir beklauen jetzt einfach mal die Hexe. Ich finde, das hat Stil. Ja. Hey, cool. Kräuter. Kräuter. Habe ich schon alle Kräuter? Verdammt. Kräuter. Kräuter. Und Kräuter. Da habe ich immer so gesehen. Kräuter und Kräuter. Jetzt bin ich aber glücklich. Ja, okay. Ach, dann geh doch drüber. Wenn du schon zu breit bist für den Durchgang, dann geh halt drüber. So, dann gehen wir mal rein. Ist jemand zu Hause? Rezept für schwarzen Kajal? Bus? Schwarzer Kajal im Handumdrehen. Stehen keine professionellen Produkte zur Verfügung, kann man schwarzen Kajal aus zerstoßener medizinischer Kohle herstellen, die mit frischem Eigelb vermischt und mit etwas Lavendelöl versetzt wird, um die Schadstoffe fernzuhalten. Man lagere den Kajal etwa 3 Tage lang an einem kühlen Ort und stelle dann eine neue Portion her, da die alte gewiss verdorben ist. Die übrige medizinische Kohle nehme man zu sich. Sie kann einem nur gut tun. Hexe? Ich würde ja fast vermuten, dass sie keine wirkliche Hexe ist. Und wo kann sie sein? Okay, da ist ein Durchgang. Wo ist sie denn hin? Hallo? Oh, auch nicht. Aha! Hier seht ihr übrigens ein Pentagramm. Viele denken ja, ein Pentagramm wäre das Zeichen des Bösen. Dem ist aber gar nicht so, denn ein Pentagramm stellt einen Schutz vor dem Bösen dar. So, wenn die gerade nicht zugegen ist, dann wollen wir doch... Oh. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Oh. Hierhin ist sie also verschwunden. Aha. Aber da war doch noch was. Nein, aufnehmen. Brief an Alexander. Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm, du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönne mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn Serat dich morgen Abend nicht braucht, komm ich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zweien? Oder mehr? Deine K. Die Frau hat Stil. Ich mag sie. Irgendwie. Okay, da ist dann nichts. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Ich weiß nämlich nicht, wo ich landen werde. Ernsthaft, hier ist nichts zu holen. So gar nichts, nichts. So absolut nichts, nichts. Verdammte Axt. Jetzt bin ich traurig.
Jetzt bin ich ganz doll traurig. So, jetzt gehen wir erstmal in den Keller. Wer weiß, was hier unten ist. Okay. Rot, rot. Boah, das Portal da oben macht aber ganz schön Krach. Ein Runenstein. Portal? Ich will aber gar nicht. Das macht mir ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. So, der Spiegel da hinten ist jetzt... Kommt, ich mache mal jetzt zu. Kann ich dich zumachen? Kann ich dich nicht mehr zumachen? Verdammt. Okay, wir speichern jetzt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder demnächst in einer weiteren Folge Witcher 3. Und dann werden wir mal gucken, ob wir durchs Portal gehen können. Ich schätze mal, in meinem Fall wird es so sein, wir versuchen es und gehen nicht durch und dann war die ganze Aufregung umsonst. Ich kenne mich doch. Okay, bis dann. Ciao, ciao.